einen Fernseher auseinandernehmen. Das ist die heutige Mission, die wir hier haben. Es geht mir jetzt heute bei diesem Fernseher um die Hintergrundbeleuchtung. Die möchte ich euch zeigen, weil das ist ein LCD-Fernseher, der Sony XG90. Und das ist ein Full Array Local Dimming Fernseher. Das heisst, Full Array, erstens mal, du hast wirklich hinter dem ganzen Fernseher, also wirklich da quasi so LEDs dahinter. Das heisst, da strahlt es Vollgas und da dimmt es ab oder stellt sich sogar ganz ab. Damit du da wirklich dunkel hast und da ganz hell. Full Array Local Dimming ist, ich sage jetzt mal so, die beste Art von Hintergrundbeleuchtung. Um euch das ein bisschen so erklären, ist es einfach am einfachsten, wenn wir das Ding auseinanderschrauben. Ich habe das Gefühl, es gibt so Tack-Tack-Schnitt, so. Tack, rauf. Dann stehe ich da und sage, tja, hör mal, wer da hämmert. Öppene so. Da, Armin! Ja. Lieber Armin, ja. Lass mich bitte wie ein Profi aussehen. Tack, rauf. Oh, jawohl! Okay. Sorry für die Geräusche. Kann man die bitte rausschneiden? Nein! Das kann ich nicht. Bitte durch andere Geräusche ersetzen. Irgendwie so. Ich habe das Gefühl, wir bringen den nachher nicht mehr zusammen. Also, wir haben den Kevin dazu geholt, unseren Computing-Experten. Weil mit meinem, ich sage jetzt mal, begrenzten Computing-Wissen bin ich dann nicht mehr ganz weitergekommen, um zweifelsohne zu sagen, was wir genau da sind. Ich denke, weißt du, das hier ist wieder. Das sind wie Nullen und Einer. Ja. Der Binärcode wird da übergespissen und der wird es nachher effektiv in Bilddaten umwandeln. Kann ich mir vorstellen. Okay. Wir haben hier Full Array Local Dimming. Das heisst, wir haben nachher, wenn wir das aufmachen, erwarte ich eigentlich eine Art wieder, also LED-Streifen zu sehen, so die ganz normalen, die man kennt, oder? Schauen, was wir da hinten. Aha. V-Sync. V-Sync. Das ist vielleicht für den Game-Mode oder so. Ah. Ist das irgendwie so etwas, dass der die Frames synchronisieren? Ach so. Aber das, was man eigentlich anwendet, das ist ja die Hintergrundbeleuchtung. Die ist wirklich da hinter dieser Wölbung. Klebt die echt? Ich muss das wirklich irgendwie wegrupfen. Die Frage ist nur, wie... Woran klebst du dich? Können wir es halt oben kontrollieren. Ja, ja. Das rote Böllchen ist, meine Hand sieht man. Ja. Läuft. Sehr gut, danke. Gell, ich bin paranoid, ich weiß. Nein, ist gut. Ihr habt einmal zu oft, also einmal zu wenig oft kontrollieren. Ja, also eben, jetzt muss irgendwie das Metallding da weg. Da unten hat es auch noch ein paar Schrauben. Ich probiere noch die wegzunehmen. Vielleicht helfen die ja irgendwie gleich. It's getting shot in here. Lösen wir Schrauben. Also wir sind gerade am Diskutieren, Steffi und ich, ob ich das einfach rauchlos durchschneiden soll. Weil es ist unhure gewalttätig, was ich da mache. Augen zu und durch. Okay, wir müssen. Bam. Eben, das sind all die Layer, das sind alles Folien, die wirklich dafür da sind, um das Licht teils verstärken, aufs Ganze, gleichmäßig verteilen aufs ganze Bild. Es ist unglaublich, wie viele davon rum sind, oder? Also du hast das und... Ah! Ich bringe wieder das alte Beispiel. Wir haben den Nachthimmel, der Mond ist da oben, der Rest soll einfach schön schwarz sein. Das heisst, die LEDs hier aktivieren sich jetzt, machen den Mond und der Rest bleibt ausgeschaltet. Damit hast du da schöne Schwarzwerte und da leuchtet der Mond. Tada! Also wir haben ja vorher auf der Hinterseite haben wir die zwei Platinen gehabt, wo wir gewusst haben, kommt von der einen echt die Informationen an die Hintergrund-LEDs, wie sie leuchten müssen. Und das sieht man da jetzt sehr schön. Da, bei dem schwarzen Streifen, da sind ja vorher die zwei bandbreitigen Bänder hintergegangen. Und die gehen jetzt da schön zu jeder Reihe. Da, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das heisst, wir haben voll recht gehabt mit dem, was wir vermuten haben. Das ist wirklich, die eine Platine ist nur da, um Informationen vom Prozessor zu nehmen. Der Prozessor war auf dieser Seite. Der hat Informationen genommen, über wo muss ich wann meine LEDs einschalten und die schickt er da weiter. Die machen nichts anderes da, als die Hintergrund-LEDs zeigen, wann sie wo und wie fest zu leuchten haben. Also ich finde, das ist schon noch geil. Das da sind jetzt zum Beispiel LEDs, wie sie im Laden, das sind die Philips-LEDs, wie du sie im Laden kannst kaufen. Ganz normale, billige für, keine Ahnung, 20 Stutz oder so.
Oder? Also es ist jetzt nicht so ein verreckter Unterschied. Ja klar, die sind schon ein bisschen elaborierter, aber im Prinzip es sind genau die LED-Stripes, wie du sie kennst. Es sieht eigentlich ganz normal aus. Also es ist nicht irgendwie eine mega upgespacede Angelegenheit. Nicht, dass die LEDs von Sony, die da drin stecken, irgendwie billig werden. Also keine Ahnung, die werden extrem hell können strahlen und ein sehr reines Weiß produzieren. Das könnte die Philips da wahrscheinlich nicht. Aber vom Prinzip her, Stripes und LEDs. Nicht viel mehr. Ein Fernseher, der weniger elaboriert ist, der hat jetzt zum Beispiel die nur am Rand, die wären jetzt nur da und da unten. Und dahinter wären überhaupt keine LEDs. Also Beispiel Edge LED. Der Mond ist da oben, der Rest soll schwarz sein. Was passiert jetzt? Die LEDs, die da sind, an diesen beiden Rändern, die strahlen von der Seite rein. Und der Rest ist dann schön dunkel. Aber du hast dann da so nach der Lichtsäule drin. Und das ist vielleicht das, was du auch schon gesehen hast bei einem billigeren Fernseher, wo du dich gefragt hast, warum habe ich immer so die Lichtsäulen da? Das ist eben Edge LED Technologie. Die ist halt nicht so genial, wie wenn du Full Array Local Dimming hast. Ich hab's gesehen. Du hast es gesehen, mir auch. Nein, das wird nicht zu messen kommen. Das wird... Nein. Ich hab's an deinem Gesicht gesehen, was du. Ich hab's genau gesehen. Nein. Nein. Sicher nicht.